Genau. Einmal nach Hobby gefahren und schon ist man 10 Videos los oder hat wieder 10 Videos. Denn Hobby hat ihr Fotoshooting auf einem wirklich schönen Campingplatz gemacht. Und das möchten wir euch nicht vorenthalten. Wo sind wir hier bei euch? Also wir sind hier auf dem Campingplatz Ostsee Campinggut Ludwigsburg. An der Eckernförder Bucht. Schön gelegen zwischen Ostsee und Binnensee. Wir haben ja gerade vorne an der Ostsee gestanden, ja. Vorne am Hobby-Team, mhm, und haben dann hier hinten den kleinen See gesehen und haben gesagt, oh, wir würden uns doch lieber hier hinstellen. Ne? Das ist so ein bisschen schöner, ruhiger, ganz, ganz toll hier. Es ist wahnsinnig groß bei euch. Ne? Ja. Kannst du sagen, wie viele Stellplätze ihr so habt? Also wir haben ca. 700 Stellplätze, davon 350 Dauer und 350 Durchgangsgäste. Boah, das ist schon riesig, ne? Ja, ist schon einiges. Ja, und weil wir das alles nicht zu Fuß laufen, kriegen wir heute eine persönliche Fahrt über euren Campingplatz. Ja, ne? Machen wir. Und da würde ich sagen, steigen wir mal ein, oder? Wollen wir nicht erst einmal hier diesen Bereich zeigen? Wollt ihr erst zeigen? Ja, ja, können wir natürlich aber zeigen. Bei diesem Bereich finde ich persönlich mega. Wie du schon gerade sagtest, habt euch einen schönen Platz ausgesucht. Mhm. Man steht hier wirklich an diesem See und es ist wirklich eine geile Location. Ja, absolut, absolut. Es ist wahnsinnig ruhig bei euch, ja, dafür, dass ihr so viele Stellplätze habt. Mhm. Man hört hier nichts. Man hört hier Vogelgezwitscher und sonst gar nichts. Wie macht ihr das? Warum ist das bei euch so ruhig und so geordnet? Weil wir das seit 5 Jahren so anvisieren. Ja. Das heißt, wir wollen einen ruhigen Platz haben, wo die Urlauber sich erholen können. Darum geht es uns. Ne, wo zwar jeder seinen Spaß hat und seine Action hat, aber wo auch dann die Ruhe herrscht. Ja. Weil man fährt ja im Urlaub, um Ruhe zu bekommen, um, genau, auszuruhen. Ich bin so eine leidenschaftliche Stand-Up-Paddlerin. Ja. Ne? Darf ich das da? Ja. Darf ich das auch da? Ja, beides. Überall? Ja, wir haben einmal hier 24 Hektar Binnensee, wo man Stand-Up machen kann, wo man auch mit einem Ruderboot fahren kann oder wo man auch schwimmen gehen kann. Und wir haben natürlich auch die Ostsee vorne, in einer besonders großen Flachwasserzone, die ist optimal. Oh. Man hat ungefähr 80 Meter, wo man reinlaufen kann und dann geht man ganz langsam bis zum Hals. Ach schön. Auch optimal für Kinder. Ja. Stellplätze sind alle markiert mit diesem... Ja, Stellplätze sind alle markiert mit einem Zahlensystem, einmal Reihensystem und dann einmal die Stellplatznummer. Also Reihe 21, Stellplatz 21. Ja, genau. Okay. Strom sehe ich ohne Ende Säulen. Ja. Also hier kann jeder, der Strom will, kriegt auch Strom. Jeder kriegt Strom. Jeder Strom ist mit 16 Ampere abgesichert. Also man kann alles anschließen. Ach, das ist aber, ja, das ist wirklich hoch, ne? 16 Ampere. Haben wir alle modernisiert. Wo, wenn mal irgendwo ein Stromausfall sein sollte, kann ich euch mal kurz zeigen. Dann kann der Kunde selbstständig die Tür öffnen. Und den LED wieder einschalten. Und ganz normal wieder einschalten, wie zu Hause. Ah, super. Ja. Ist ja manchmal ein bisschen schlecht, weil manche schließen das ab und dann muss man erst jemanden kommen lassen. Genau. Ne? Genau. Dann würdest du wahrscheinlich permanent über den Platz dann rennen. Dann wäre ich nur noch unterwegs. Ja, genau. Und ich sehe, wir haben hier direkt auch einen Wasseranschluss. Ja, genau. Ne, das Schöne ist, wir haben hier Wasser und da ist überall Trinkwasser. Nicht nur Brauchwasser, sondern ist, okay, überall Trinkwasser verlegt. Das heißt, wir beziehen unser Wasser vom Wasserwerk, haben auch eine Abwasserleitung, wo wir alles rüberpumpen. Ja. Ach, das ist auch super. Ja, man muss nicht extra, um Wasser für Kaffee zu holen, nach hinten laufen, sondern man kann an jedem Stellplatz oder jedem zweiten Stellplatz diesen Wasserzapf fahren, Wasser rausholen. Ja, ich muss ein bisschen näher kommen. Wie viele Stellplätze sind hier in diesem Rasenbereich? In diesem Rasenbereich sind ungefähr 200 Stellplätze. Boah. 200 Stellplätze, das ist schon extrem, ne? Ja. Das ist riesig. Wir haben uns heute so... Wir sind hier drauf gefahren und haben gedacht, riesig. Ich habe ihm vorhin gesagt, vor 4 Jahren sind wir schon mal den Weg hier runtergefahren. Ja, das stimmt. Da sind wir wieder gefahren. Da sind wir wieder gefahren, genau. Genau. Aber ich weiß überhaupt nicht, warum wir damals gefahren sind. Weil es so komisch da vorne aussah. Nee, wir haben gedacht, das ist klein und wir haben hier keinen Platz. Und wir haben aber wir wussten gar nicht, dass das hinten dran ist. Gesehen. Aber Leute, lasst euch nicht täuschen. Fahrt hier hin, guckt euch, genau, das an. Wir haben nur den Teil da vorne, genau, gesehen. Ja. Genau. Und da haben wir gedacht, ist voll, fahren wir wieder.
Und dann sind wir wieder weggefahren. Aber wir wussten gar nicht, dass das hier alles noch dran ist. Ja, leider verdeckt das da vorne etwas. Ja. Ne? Man kann hier nicht auf die große Fläche schauen. Ja. Aber wenn man einmal hinter der Schranke ist und dann durchfährt, dann wird man sich wundern, dann, wie genau der Platz aussieht. Und jetzt fahren wir. Jetzt fahren wir. Jetzt geht's los. Also wir haben eine richtig schöne große Stellfläche. Überall mit diesen neuen Elektrokasten, überall schön ausgeschildert. Ihr habt auch richtig schönen Rasen. Auf vielen Stellplätzen oder Campingplätzen ist das, da ist der Rasen schon so kaputt gefahren. Genau. Wir haben einen Vorteil hier mit dem Rasen. Wir haben alles drainiert und wir pumpen ab. Das heißt, selbst bei starkem Regen haben wir hier nie Wasser stehen. Ah. Man kann immer hervorragend fahren und man kann bis zu 40 Tonnen befahren. Ja, das ist ja echt gut. Ja. Im Sommer seid ihr wahrscheinlich wahnsinnig voll, oder? Ja. Im Sommer sind wir ausgebucht. Pfingsten, Christi Himmelfahrt, das ist auch unheimlich voll. Die Nebensaison kann man immer kommen, da haben wir immer Platz für jeden. Dann haben wir hier vorne geradeaus haben wir Schattenplätze. Ja. Vor allem von Familien besucht, weil da vorne ist unser Kinderspielplatz. Ah ja. Ne? Da können wir auch noch mal dran vorbeifahren. Fahren wir einmal so die Runde. Das ist sehr gut. Kriegst du überhaupt mit, worüber wir sprechen? Vielleicht. Dämmt ein bisschen ab, ne? Der Mann auf dem Dach. Ja. Was ist das für ein Gebäude hier? Hier vorne sind Tischtennishallen. Die aus Holz sind Tischtennishallen. Bei schlechtem Wetter kann man da Tischtennis spielen, natürlich auch bei gutem Wetter. Da vorne haben wir extra für unsere Angler einen Fischausnahmestand mit mehreren Plätzen. Ja. Da vorne ist eine Hundedusche, Warmwasser und Kaltwasser. Ach, super. Wenn man nämlich von der Ostsee kommt, der Hund im Wasser war, kann man eben schnell da reingehen. Und dann den Hund auch warm abduschen. Sehr hundefreundlich. Ja. Wir als Hundebesitzer wissen sowas sehr zu schätzen. Kenne ich, ich habe auch Hunde. Hier vorne sehe ich Gasflaschen, kriege ich bei euch auch, sowohl Stahl als auch Alu. Ne? Ja, selbstverständlich. Das ist unser Kaufmann. Der hat bis zu 4.400 verschiedene Artikel. Oh. Und immer gut gepflegt, jeden Morgen frische Brötchen. Ah, oh, das werde ich morgen früh testen. So, sollen wir mal einmal hier gucken. Hier ist der Kinderspielplatz. Kann man sich mal in Ruhe anschauen. Genau. Spielgeräten sind immer sehr gut angenommen. Ja. Und auch relativ groß. Ist ja auch schön, wenn die Kleinen auch was zu tun haben. Ja, muss auch. Ist auch für Mama und Papa entspannter dann. Vollkommen. Und dann habe ich hier vorne so Stellplätze. Bestimmte Familien wollen immer diese Stellplätze im Sommer haben. Die sind immer voll. Weil die stehen dann hier und dann können die direkt da vorne hingucken zu ihren Kindern. Ja. Dann geht morgens quasi nur die Wohnwagentüre auf oder die Wohnmobiltüre und zack, alle raus. Ja. Es war ein großes, lautes Geschrei, aber macht auch Spaß. Ja. Ne? Gehört aber auch irgendwie zum Camping dazu. Ja, ne? Muss. Also Familien sind einer der Hauptcampinggäste. Ja. Das glaube ich. Entweder Familie mit Kindern oder Hundebesitzer. Ne? Ja. Mhm. Oder man hat direkt beides. Das geht natürlich. Also wir versuchen auch beides unter einen Hut zu kriegen. Deswegen trennen wir die so ein bisschen. Ne, aber viele Familien haben auch schon Hunde, also Kinder und Hunde. Ja. Aber die dürfen bei uns überall stehen. Spielt keine Rolle. Wir haben keine Einschränkungen. Das finde ich schön. Mhm. Ihr mixt das auch ganz bunt, habe ich gesehen. Wohnwagen und Wohnmobile. Da macht ihr auch keine Unterschiede. Keine Unterschiede, ne? Ob du mit Zelt spielst, mit Wohnwagen oder Wohnmobil. Oder ob du mit Matratze hier schläfst. Super. Das spielt keine Rolle. Hier haben wir den Kaufmann an der Seite. Hier ist der Kaufmann. Das sieht schon mal sehr gut sortiert aus. Hat er auch. Der war wirklich gut sortiert. Mit allem drum und dran. Wann hat der immer geöffnet? Sonntags auch? Ja, der hat also nur in der Vorsaison einen Tag Ruhetag. Und zwar dienstags. Ansonsten hat er jeden Tag geöffnet. Und auch später. Super. Also länger, ne? Bis 18, 19, 20 Uhr. Ja. Jetzt haben wir hier mal, das war gerade ein Mitarbeiter von uns, der hat den Grünschnittanhänger geholt. Weil unsere Dauercamper, die wir haben, können ihren Grünschnitt kostenlos da ablegen. Ja. Und wir bringen den und entsorgen den dann. Super. Hier haben wir unser erstes großes Bad. Ja. Herren, Damen natürlich getrennt. Da vorne auf der rechten Seite, wenn wir mal schauen, da sind die Eltern-Kind-Duschen. Ach ja. Die sind geheizt mit 25, 26 Grad. Wenn man kleinere Kinder hat, damit die auch bei jeder Witterungslage da duschen können. War super. Und sind auch ganz große Duschen. Super. Und im Duschen ist inklusive, ne? Das alles brauche ich nicht. Ja, nein. Wir haben also kein Chipsystem, sondern es ist wie zu Hause. Man geht rein, drückt auf den Knopf und fertig. Und fängt an zu duschen. Super. Genau. Die können wir uns ja nachher noch mal von innen angucken, wenn ihr wollt.
So, dann haben wir hier unseren großen Laufweg, unsere große Straße. Hier lernen immer unheimlich viele kleine Kinder Fahrrad fahren. Ja, ist optimal dazu, ne? Ja. Dann haben wir hier auf der rechten und linken Seite wieder Stellplätze. Und auf der rechten Seite, das Besondere ist, unter diesen ganz alten Eichen, moin, moin, haben wir Schattenplätze. Ja, hier, sind, ne? Ja, sind im Sommer vor allem bei Hundebesitzern beliebt. Ja, heiß begehrt. Ja. Wir haben ja heute tatsächlich einen richtig, richtig schönen sonnigen Tag hier bei euch erwischt, ne? Hervorragend. Ja, Wetter ist jetzt klasse. Es wird auch Zeit, dass endlich alles losgeht, ne? Ja, wir hatten einen sehr kühlen April, aber trotzdem unheimlich gute Umsatzzahlen. Ah. Weil die Leute wollen einfach raus. Ja, ja. Gerade auch nach Corona und so. Ne? Man ist es ja irgendwann satt und möchte einfach wieder los. Ne? Ja, genau. Und das Leben so ein bisschen genießen. Muss man auch. Was man bei euch in vollen Zügen kann, das sage ich euch jetzt schon. Hört man gerne. Das ist echt cool. Ja, wir bemühen uns auch, dass wir die pflegen und sauber halten. Das sieht man auch. Das sieht man wirklich. Also ihr habt euren Rasen sehr, sehr gut gepflegt. Ja. Hier gibt es auch keine Stelle, wo mal so ein bisschen es nicht so aussieht. Ne? Es ist alles sehr einheitlich ordentlich bei euch. Ja. Was liegen hier an der Seite alles für Boote? Das ist unser Bootstrailerplatz. Ah. Wir haben hier für knapp 80 Boote Trailerplätze, sowohl für Dauercamper wie auch für Urlauber. Ja. Weil wir eine eigene Slipanlage haben. Ah. Die kann ich euch gleich auch zeigen. Da fahren wir gleich hin. Ja, gerne. Und Bootsport wird immer beliebter. Ja. Dann kann jeder kann im Grunde sein Boot mitbringen. Ne? Hier haben wir das zweite Sanitärgebäude. Das ist gespiegelt zu dem ersten Sanitärgebäude. Sollen wir mal reinschauen? Sollen wir reinschauen? Das machen wir. Dann halten wir hier vorne an der rechten Seite mal kurz an und dann schauen wir da einfach mal rein. Ja, Männer, da müssen wir beide rein, da kann man nicht rein. Automatiktüren. Ja. Dann haben wir hier einmal Urinal- und Toilettenbereich. Das ist alles, aber alles neu gemacht, oder? Alles neu. Ja. Alles neu. Wir haben auch Wert gelegt, dass wir hochwertige Sachen verarbeiten. Mhm. Ja. Überall natürlich Spender. Ja. Ja. Kein Papier, also Lufttrockner. Lufttrockner, ja. Ja. Dann haben wir hier nochmal alles Toilettenanlagen. Und wo sind die Duschen? Die Duschen sind auf der anderen Seite. Okay. Wir haben hier ein automatisches Lüftungssystem. Mhm. Hier haben wir den Handtrockner. Natürlich haben wir hier für jemanden Desinfektionsmittel. Ja. Automatisch alles. Ja. Hier ist dann Duschbereich. Haben wir hier vorne die Duschen. Okay, finde ich immer wieder cool gemacht, weil umziehen, duschen. Ja. Viele machen es anders. Da ist dann ein Raum, sage ich mal, und ich habe keine Möglichkeit, mich vernünftig umzuziehen, um meine Sachen trocken hinzuhängen. Genau, das ist wichtig, ne? Weil so kann man wirklich feucht machen und dann kann man da. Habt ihr gut gemacht. Kleine Badezimmer habt ihr nicht mehr gemacht, doch habt ihr auch gemacht. Klar, selbstverständlich. Wo man sich rasieren kann und seine Pflege morgens, wenn man seine Pflege alleine machen will, kann man sich hier dann ein bisschen zurückziehen und ganz in Ruhe machen. Doch. Dann natürlich auch etwas größere. Ja. Wenn etwas. Aber habt ihr ein Badehaus für Menschen mit Einschränkungen? Haben wir auch. Habt ihr auch? Haben wir noch mal extra, einen großen Raum. Kann ich euch nachher auch noch mal zeigen. Okay. Das ist ja auch immer wichtig, dass es barrierefrei ist. Ja, auf jeden Fall. Na? Muss. Ach, guck mal, Kinderbecken. Ja, Kinderbecken haben wir natürlich, Handwaschbecken als Kinderbecken und natürlich auch Urinale. Cool. Ne? Also ihr habt schon gut mitgedacht. Wir haben es versucht. So, Darmbereich natürlich total identisch dann, ne? Darmbereich ist genauso. Ja, ja, genauso aufgebaut. Ne? Ich kann euch noch einmal hier, wir haben dann überall noch mal diese Spülräume. Da haben wir die Spülräume, wo die dann Geschirr spülen können. Ja. Chemietoilette? Chemietoilette haben wir auch überall. An jedem Gebäude auf der Rückseite kann man einmal die Chemietoilette entsorgen. Einmal um die Ecke. Okay. Ne? Okay. Etwas geschützter. Ja. Hier haben wir nochmal Außenduschen, Duschbereich. Wenn wir hohen Betrieb haben, machen wir extra nochmal Duschen auf. Ah. Damit wir noch mehr haben. Das ist gut. Das ist genau, gut. Und hier ist der Trailerplatz. Ne? Wenn man einmal so drüber schaut, hier liegen dann die Boote. Die werden schon vorbereitet für die Saison, ne? Die sind schon startklar. Alle warten, dass das Wetter jetzt so bleibt, wie es jetzt ist. Ne? So, Mikro wieder tauschen. Genau. Ja, ein bisschen schlecht organisiert finde ich die Müllentsorgung. Die ist nämlich morgens nur zwischen 10 und 11. Und wenn ihr zu früh oder zu spät seid, so wie du, du warst heute Morgen viel zu früh, könnt ihr den Müll nicht entsorgen, weil erst dann wird das Mülltor geöffnet. Das finde ich ein bisschen doof.
So, jetzt kläre ich noch eben, wo die Abwasserentsorgung hier ist. Abwasserentsorgung habt ihr hier, Waschhaus 1. Bei den Damentoiletten ist ein Bodeneinlass, da könnt ihr drüber fahren und leer machen. Hier auf der rechten Seite haben wir nochmal Unterstellmöglichkeiten für unsere Gäste, wenn die was unterstellen wollen, wenn die zu viele Sachen haben und nicht alles bei sich auf dem Platz lagern können. Ja. Hier ist noch eine Ferienwohnung. Hier sind noch, genau, hier haben wir noch Ferienwohnungen. Ja. Mehrere, die man wochenweise buchen kann. Geeignet für Familien. Wir haben zwei Ferienwohnungen, einmal mit zwei Schlafbereichen, das heißt einmal mit Kinderzimmer, Schlafbereich für Eltern, dazu natürlich dann Küche und Wohnbereich. Ja. Und Bad und WC. Das finde ich auch ganz gut, weil man hat ja manchmal Freunde, die vielleicht keine Camper sind. Ja, genau. Ja. Und dann kann man trotzdem gemeinsam hier bei euch Urlaub machen, die einen in ihrem Camper und die anderen in einer Ferienwohnung. Haben wir ganz oft. Wir haben auch sehr viele Feriengäste, die in eine Ferienwohnung von Dauercampern gehen. Ja. Jetzt kommen wir direkt hier schon in den nächsten schönen Bereich. Hier haben wir unseren Dünenbereich. Relativ große Plätze zwischen 140 und 150 Quadratmeter. Das ist direkt viel. An der Ostsee gelegen. Schön lang, schön groß. Hier kann man also mit jedes Fahrzeug fahren. Super. Habe ich hier vorne auch Stromanschlüsse? Ja, ich sehe da Wasser. Hinter uns. Hinter uns sind überall die gleichen Stromanschlüsse. Genau. Okay. Und vorne haben wir dann Wasser. Und vorne Wasser, super. Und vorne haben wir ganz viel Wasser. Ja. Oh, das ist ein Träumchen, hier so zu stehen. Ne? Ja gut, wenn du hier stehst, aber entweder von vorne oder von hinten ist natürlich geil. Ne? Ja. Ganz toll. Ich sehe da ein Schild am Strand. Hunde dürfen nicht an den Strand. Ja. Generell gar nicht oder habt ihr auch ein kleines Stück Hunde? Wir haben sogar einen großen Hundestrand. Einen großen? Also einen richtig großen Hundestrand. Wir aufgrund von Schleswig-Holstein dürfen wir am Badestrand keine Hunde lassen. Ja. Ist überall so in Schleswig-Holstein. Aber dafür haben wir einen extra ausgewiesenen Platz. Vorne rechts, von hier aus gesehen. Ja. Und der ist richtig groß. Okay. Da könnt ihr ja noch mal hingehen mit euren beiden Hunden. Genau, das gucken wir uns lassen. Dann noch mal an. Da könnt ihr nämlich auch ins Wasser reinlassen. Ja, unsere kleine Wilma steht nämlich total auf Wasser. Genau wie meiner. Ich habe einen Münsterländer und der muss immer rein. Ja, da freut die sich, wenn wir da noch mal hingehen gucken. Echt toll. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Campingplatz. Moin. Moin. Jetzt kommen wir zur Slipanlage. Man sieht auch schon, dass schon einige unterwegs sind mit den Booten. Ja. Wir haben das heute Vormittag schon hier beobachtet. Hier kann man dann sein Boot einslippen. Ja. Ganz toll. Und ist direkt in der Förde. Ach, das ist so ein schöner Blick hier. Ja. Das ist so ein schöner Blick. Das Schöne ist, durch die Förde ist die natürlich das alles noch ein bisschen geschützter, ne? Vom Wellengang her. Und soll ich dir was sagen? Man riecht direkt nach Ostsee und Urlaub hier vorne. Herrlich, ne? Echt schön. Hier vorne auf der linken Seite haben wir dann noch einen Bojenplatz, wo dann im Sommer die Urlauber und die Dauercamper ihre Boote direkt im Wasser lassen können bei schönem Wetter. Da müssen die immer raus. Ja. Da muss man nicht immer ein- und ausleben. Ach, und da gibt einer schön. Schon richtig Gas. Ja, da hat einer schon richtig Lust. Ja, der muss das jetzt machen, weil wir haben hier komplett eine Flachwasserzone. Kann man vielleicht auf dem Bild erkennen. Ja, ne? Also man sieht das da, dann ist das so ein bisschen bräunlicher, der Untergrund. Genau. Ne? Ja, ne? Und da hinten gleich ist er so weit, dass er Gas geben kann, weil dann geht es runter. Aber bis dahin kann man fast laufen, wo er jetzt ist. Wow. Ist natürlich optimal für Sub. Ja, total. Ja. Ich bin ja ein totaler Stand-Up-Paddle-Fan und das werde ich hier noch mal mitbringen, wenn wir das nächste Mal zu euch kommen. Gerne wiederkommen. Ne? Vorne haben wir einmal noch mal Duschen. Mehrere Duschen hier ganz entlang gestellt, wo man dann direkt vom Salzwasser sich unsere Dusche stellen kann. Das ist natürlich alles Süßwasser. Ja. Dann kann man sich vorab schon mal abduschen. Das ist sehr gut. Ist immer angenehmer, ne? Da muss man nicht mit dem ganzen Sand zum Zelt hin. So. Feierabend? Feierabend. So, jetzt ist unsere, wie soll man es nennen, Strandpromenade. Ja, so die erste Reihe, ne? Ja. Hier sind auch Dauercamper und gleich kommen Urlauberplätze. Rechte Seite Dünengebiet. Schön. Machst du sauber?
So, wir haben einen relativ langen Strand, ungefähr 700 Meter. Oh ja. Und dann bis ja zu 120 Meter breit. Das ist nicht schlecht. So, und hier fangen schon unsere Urlauberplätze an. Ah. Das ist natürlich auch, da sind die Urlauberplätze. Moin. Ja. Moin. Teilweise haben wir sie gepflastert, wenn man mit Wohnmobil kommt. Bei schlechterem Wetter hat man immer trockene Füße, wenn man wieder einsteigt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also das ist ein Blick hier, der ist wunderschön. Ihr habt ja auch von hier aus ganz viel in der Nähe, ne? Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Wohnwagen und mit dem Auto unterwegs ist oder manche auch mit dem Fahrrad, die sich weitere Strecken zutrauen. Eckernförde war gar nicht so weit von hier entfernt. Eckernförde, ne, ist ungefähr 9 Kilometer. Man kann mit Fahrrad fahren und zwar einmal die ganze Zeit am Strand entlang oder man fährt oben Hauptstraße. Ja. Ne? Und dann haben wir natürlich noch Warps, Kleinwarps, das sind ungefähr 5 Kilometer. Das ist der kleine Ort, wo auch Ludwigsburg zugehört. Ja. Und dann, wenn man nach Kappeln möchte, sind es ungefähr 22 Kilometer. Und wir haben überall Fahrradwege. Ah. Oh. Kann man also die Gegend richtig schön erkunden. Ja. Und das sind alles so Städte, da waren wir schon total oft. Also Kappeln zum Beispiel ist ja wunderschön. Ja. Und dann sind wir auch jede Menge Fahrrad gefahren, aber wenn man das von hier aus machen hier kann, ist es viel schöner. Wohnmobile, ne? Ja. Moin. Moin. Das ist halt Wohnmobil, Wohnmobil, Wohnmobil. Ganz toll. Und man steht ja hier im Grunde genommen in der ersten Reihe mit Blick auf die Ostsee. Genau. Das ist ganz toll. Auf die Ostsee. Das ist ganz toll. Ja. Zu Eckernförde nochmal haben wir natürlich die Einkaufsmöglichkeiten, Lidl, Aldi, es ist alles vorhanden. Rossmann, egal was man möchte. Ja. Aber vielleicht muss man das auch gar nicht bei euch. Ist man ja auch gut versorgt. Ja. Ne? Moin. Moin. Ja. Ja. Hier stehen auch einige Abonnenten von uns. Das finde ich auch sehr lustig. Ja? Oh, ein Volleyball. Ja, Beachvolleyballfeld haben wir natürlich. Ah. Perfekt. Das gehört noch dazu. Bei schönem Wetter kann man sich mit mehreren zusammentun, dann kann man hier ein bisschen spielen. Ne? Ja, ja. Hallo. Moin. Ja, die Camper sind alle entspannt. Total. Ja, klar, total. Wenn man hier bei dem Wetter in der Sonne liegt, ne, und dann runterfährt. Die sind alle gut gelaunt hier. Da vorne haben wir noch mal eine Außendusche. Auch überall, ihr habt zwischendurch dann mal so Bänke stehen, ja, ne? Da kann man sich ein bisschen ausruhen, kann man genau sich hinsetzen. Mhm. So vorne, hier vorne oder näher am Strand kann man sich schön hinsetzen. Ja, da kann man doch total den Ausblick genießen und einfach ein bisschen chillen. Mhm. So, jetzt fahren wir mal wieder Richtung Innenbereich. Wir haben natürlich hier auch rechts und links in der zweiten Reihe noch Urlauberplätze. Ja, auch schön, hast mit Platten gemacht, ne? Ja. Schön. Mit, ohne Platten, wie jeder möchte. Man kann, wie ich schon sagte, man kann hier auf jedem Platz mit allem stehen. Was kostet so ein Platz so im Durchschnitt bei euch? Also die Plätze fangen an zwischen 15 Euro und gehen hoch bis zu 40 Euro. Kommt jetzt daran, in welcher Zeit. Hauptsaison ist natürlich teurer. Ja. Und ob man jetzt mit 2 Personen oder mit 4 Personen kommt. Wir haben auch für Wohnmobilfahrer All-Inklusiv-Plätze. Die wären bei 19 Euro pro Tag. Da ist dann aber auch alles drin enthalten. Das heißt, da ist Frischwasser, Abwasser und Strom und natürlich Sanitärbenutzung komplett. Alles ja mit drin. Aber da kannst du ja gar nichts sagen bei dem Preis. Da ja kannst du überhaupt nichts sagen. Ne? Ja, jetzt sind wir hier vorne schon wieder beim Kaufmann angekommen. Ja, dann fahren wir noch einmal zur Anmeldung. Einmal dran ja vorbei. Hier haben wir natürlich Plätze auch für normale Urlaube mit Abwasseranschlüssen. Hier ist auch Frischwasser, Abwasser und Strom. Ja, und hier kann man sich einfach so hinstellen, wie man möchte. Nee, es ist auch schon gekennzeichnet. Es ist alles gekennzeichnet. Ja, ja. Genau. Da ist Waschmaschinenraum noch. Ja, da schauen wir mal kurz rein. Da muss man natürlich auch ein bisschen Wäsche machen können zwischendurch. Ja, ohne Büchertauschbörse. Dafür bin ich immer zu ja haben. Sollen wir noch mal reingucken? Ja. Also hier haben wir Waschmaschinen. Ach, ist riesig der Raum. Und natürlich auch Trockner und dann eine Bügelstation. Preise? Nee.
Preise ist, eine Waschladung kostet 2 Euro und eine Trocknerladung 1,50 Euro. Da kannst du gar nichts sagen. Super. Ja, Bügelbretter haben wir. Und hier wäscht gerade schon jemand. Hier riecht es gut drin. Und Tauschbörse, Bücher. Ja, genau. Das finde ich auch was. Das Schönes. Ist natürlich auch kostenlos, ne? Das finde ich auch gut. Meckerkastenname muss man haben. Ja, damit man auch die Kritik mal annehmen kann, genau. Wenn irgendwas sein sollte. Ja. Ne? Und das machen leider ganz, ganz wenig Campingplätze. Ja, gehört aber dazu, man kann nicht vollkommen sein, funktioniert. Nee. Ja. Und viele haben Ideen, auf die man gar nicht kommt. Ja, genau. Man wird irgendwann so betriebsblind, sage ich immer. Ne? Und dann kriegt man aber doch mit die eine oder andere Idee, wo man sagt, oh ja, hör mal, das können wir umsetzen. Ne? Echt. Das den Kaufmann brauchen wir nicht zeigen, da gibt es also alles, was es jetzt begehrt. Da gibt es alles. Badeartikel auch? Alles. Okay. Sogar Campingzubehör. Campingzubehör gibt es ja, da gibt es Stromkabel, Anschlusskabel, da gibt es sogar kleine Pumpen, wenn mal eine Pumpe kaputt geht im Bad. Okay. Ne, und danach arbeiten kann. Völlig ausgestattet. Jetzt ist für mich ganz wichtig, ihr habt hier ein Restaurant, ne? Ja. Auf der Ecke. Können wir das Auto stehen lassen? Können wir dahin laufen? Ja, sollen wir mal dahin laufen? Mal stehen. Genau, dann müssen wir den Schlüssel abziehen. Sonst habe ich dann nachher zwei stehen. Genau. Wir können einmal hier im Außengebäude noch mal schauen, am Restaurant. Und zwar haben wir noch mal Damentoilette, Herrentoilette und da ganz hinten haben wir ein großes barrierefreies Bad. Oh ja. Aber ich habe den Schlüssel jetzt nicht mit. Mhm. Sonst könnten wir da wie mal glauben rein. Wir das? Das meinst du damit? Genau, ja. Okay. Das ist also wirklich sehr groß. Mhm. Ja. Ne? Barrierefrei ist schon. Ich will keine Kritik anwenden. Zweites wäre noch besser hier auf dem Platz, ne? Ja. Zweites, ne? Selbstverständlich. Ja. Deswegen, wir haben ja in den anderen noch mal so etwas größere Abteilungen. Habe ich dir vorhin schon mal gezeigt, wo man auch reinkommt. Und ist ja auch barrierefrei. Das heißt, wir haben keine Stufen. Ja. Das ist aber sehr wenn gut. Wirklich jemand also mit einem schweren, großen Rollstuhl kommt, der kann auch hier rein. Gut, es ist aber nicht dieser Zentral-Rolli-Schlüssel, ne? Nein. In dem Schloss, nein. Jeder Gast bekommt den Schlüssel bei uns an der Rezeption ausgehändigt für die Zeit der Dauer, wo er hier ist. Ja, es gibt ja diesen Rolli-Schlüssel, ne? Ja, genau. Dann kann man den, das ist auch für ganz viele Rastplätze und sowas, dann kann man die Toilette benutzen. Ja, wir werden immer mehr gefragt und liebe Sabine, da denke ich immer wieder an dich. Ist so ein Campingplatz für mich mit einem Rollstuhl geeignet? Ich würde bei diesem hier definitiv ja sagen. Und wenn du, Sabine, deine Irina noch dabei hast, dann kann hier gar nichts mehr schiefgehen. Ja, so sieht's aus. Das finde ich auch ganz gut. Ihr Hundekotbeutel, das habe ich schon ein paar Mal jetzt heute hier auf dem Platz haben wir mehrere Platz von gesehen. Ihrem Platz hier mit Hundekotbeuteln. Ja. Wo man natürlich auch dann die Hundekotbeutel, wenn sie voll sind, direkt entsorgen kann. Das finde ich sehr gut. Vorbildlich. Als Hundebesitzer. So, hier haben wir einen Außenbereich. Ja. Auch schön mit den Strandkörben hier. Kann man hervorragend gut sitzen. Ja. Vor allem jetzt, wo die Jahreszeit, wo die Sonne weiter hoch steht. Das ist super. Hier auf der Südseite. So, das ist die wichtigste Frage für mich. Haben die heute noch geöffnet? Dann schauen wir mal. Ich glaube wohl. Wie spät haben wir es? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir überhaupt für einen Tag? Wir haben Freitag, ne? Wir haben Freitag, genau. Sollen wir mal reingehen? Oh ja. Sofort mit der Kamera? Okay. Warum nicht? Wir sind doch authentisch, einfach nur, ne? Genau. Hallo. Moin. Moin, moin. Oh ja, da sitzen sie schon alle. Oh, da wollen wir nicht stören. Da sitzen sie alle drin also und sind am Essen. Einen Sitzplatzbereich. Ne? Ja. Natürlich auch einen Imbissbereich, wo man dann richtig schön kalte Getränke zu sich nehmen kann. Frisch gezapftes Bier. Das ist Urte. Oh, der Teller sieht schon gut aus. Ja. Wir wollen nämlich heute Abend hier essen gehen. Also jetzt gleich wollen wir hier essen gehen. Ich kann euch da zwei Sachen empfehlen. Also wir haben also Schnitzel. Der Koch ist hervorragend. Der macht nur frische Ware. Keine TK-Ware. Man kriegt also wirklich, der schneidet die Schnitzel noch selber, klopft die und macht die fertig. Man kann natürlich auch Fisch essen. Können wir auch. Der muss sich die Karte mal anschauen. Ja. Das werden wir auf jeden Fall testen. Ich sehe gerade, das ist hier gut strukturiert. Also bis 17 Uhr Imbiss. Und dann kann man natürlich auch. 17 Uhr Gaststätte. Genau. Finde ich cool. Finde ich auch gut gelöst. Ja. Finde ich auch sehr gut. Perfekt. So, jetzt müssen wir uns noch eure Rezeption angucken. Dann schauen wir mal. Gehen wir deine Frau noch ein bisschen ärgern?
Ehrlich zu sagen, meine Frau ist ein bisschen kamerascheu. Wir haben ja extra darum gebeten, dass wir nicht reingehen. Oh, bitte gehen nicht rein. Was ist das für ein rotes Häuschen? Das rote Häuschen ist das ursprüngliche Häuschen von Schlag mich tot, ich glaube 1958. Ja. Seitdem besteht dieser Campingplatz. Ah. Ne? Und ich finde persönlich, der hat das Gebäude also ein bisschen Charme. Ja. Ja. Aus dem Grunde haben wir es auch stehen lassen. Ja. Ne? Wir wollten auch gerade schon da reinlatschen, also vorhin, ne? Weil wir gedacht haben, ja, das ist die Anmeldung, das sieht danach aus. Haben wir aber jetzt, wir haben eine neue Anmeldung, zeige ich euch gleich, weil die Anmeldung ist einfach zu klein geworden. Ja. Wir haben immer mehr Gäste und wir haben jetzt fast 60.000 Übernachtungen im Jahr. Boah, 60.000, das ist eine Menge, ne? Und die kann man unheimlich schwierig in so einem kleinen Gebäude abarbeiten. Ja, ja, da braucht man schon ein bisschen mehr Platz, ne? Dafür haben wir jetzt unsere neue Rezeption. Die sieht gut aus. Ich mag ja so Mobile Homes sowieso. Ne? Ich mag das total gerne. Ich wohne auch in einem, die sind total klasse. Ja. Ja. Ach, ihr wohnt auch direkt hier auf dem Platz? Ja, wir wohnen direkt hier anhängig. Dann wird wir immer einen Blick auf den Platz haben. Das ist auch gut. Ja. Auch muss sehr man gut. Einfach. Ja. Weil wir fühlen uns auch mit dem Platz verbunden. Deswegen sind wir auch 24 Stunden am Tag hier. Ja. Die ganze Saison. Ist das im Grunde genommen keine Arbeit für dich? Im Grunde genommen ist es Hobby. Jetzt muss ich noch eben fragen, ist das die Ostsee oder wieder der Binnensee? Wir haben da vorne noch einen See. Noch ein See? Noch ein See. Wir sind von drei Seen umgeben und der Ostsee. Und haben nur die schmale Zufahrt über Land. Ah. Okay. Okay. Ja, dann sind wir hier an der Rezeption. Haben wir mal ganz anders angefangen. Haben wir mal ganz anders angefangen. Aber ich bin auch noch nie bei einer Roomtour, bei einer Stellplatzvorstellung so toll durch die Gegend gefahren worden. Danke. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, ein toller Campingplatz. Wollen wir noch ein bisschen was über die Preise erzählen? Das haben wir alles schon durchgenommen. Wir haben geredet, während du auf dem Auto gestanden hast. Haben wir alles erledigt. Alles. Okay. Seid ihr dann durch? Also hier ist die neue Rezeption, okay? Ja. Da melde ich mich dann an. Da kommt bestimmt noch ein Schild dran, oder? Kommt da kein Schild dran? Nein. Nein? Bleibt das so? Wir haben nämlich, da vorne haben wir das Schild mit dem Hinweis nach hier. Das habe ich gesehen. Ne? Ja. Und es kommt noch ein Schild dran, aber ein Standschild. Also nicht direkt an dem Gebäude oben drüber. Ja. Finde ich nicht ganz so schön, sondern lieber hier vorne. Lieber hier vorne. Ne? Ja. Genau, man kann sich natürlich, einmal kann man sich da vorne hinsetzen. Man kann natürlich auch drin warten, man kann hier draußen natürlich auch warten, man muss nicht stehen, man kann schön hinsetzen. Ja, mein Mann hat uns war ja eben bei euch drin und ich habe nämlich auch schön da in der Sonne gesessen und habe brav gewartet. Ja. Vielen, vielen Dank für diesen tollen, tollen Rundgang mit dir. Wir können euren Campingplatz nur wärmstens empfehlen. Also schön. Das finde ich, so nah am Wasser zu stehen, auch da an der Ostsee, die erste Reihe. Das ist ein Träumchen. Man hat ganz viel in der Umgebung. Hunde sind bei euch wirklich herzlich willkommen. Ja. Was für uns immer ganz wichtig ist. Ja, wir wünschen euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Und wir werden euch im Sommer noch mal mit dem Stand-Up-Paddle besuchen. Gerne, kommt vorbei. Jederzeit, ihr seid immer willkommen. Ne? Dann euch einen schönen Abend noch, wenn ihr das Video jetzt gesehen habt. Ja. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.